in welchem Rahmen wir hier mit dem, was wir bis jetzt haben und was bis jetzt angeleiert wurde, weitermachen können. Der Topf ist bald alle. Wir haben einen Haufen Sachen angeschafft und eigentlich steht so die große Frage im Raum, wie geht es jetzt generell weiter mit dem, was wir haben. In der Phase des Übergangs vom Quartiersmanagement zu bürgergetragenen Strukturen wurde eine Schwäche des Programms Soziale Stadt besonders deutlich. Dass es für diesen Übergang und danach kein wirklich handhabbares Konzept gab. In finanzieller wie organisatorischer Hinsicht wurde bei Senat, Bezirk und Stern zu kurz gedacht. Bürgerbeteiligung erst dann wirklich in Kraft zu setzen, wenn das Programm ausläuft, heißt 5 Jahre verschenkt und die Leute ins kalte Wasser geworfen zu haben. Und ihnen Strukturbausteine zu hinterlassen, deren Finanzierung nach Ende des Programms weder gesichert noch möglich scheint, ist beinahe zynisch. Die fetten Jahre sind vorbei, Freunde. Seht zu, wie ihr zurechtkommt. Aber da war ja noch ein kleiner Rest von dem Kuchen. So, und jetzt machen wir einen Termin. Die letzten 350.000 Euro wurden ja dann über dieses bewohnergetragene Verfahren durch die Bürger selbst vergeben, durch einen Vergabebeirat. Dass diese Verteilung des Geldes eine schwierige Aufgabe war, das ist klar. Der Vergabebeirat bestand aus 15 Mitgliedern, zusammengesetzt aus sogenannten wilden Bürgern, Institutionen und Vereinen, dazu Stern. Man musste lernen, dass es gar nicht so leicht ist, 350.000 Euro gerecht unter die Leute zu bringen. Noch dazu, wenn man weiß, es wird auf lange Sicht das letzte Geld sein, über das man auf diese Art und Weise verfügen darf. Da kann das Ehrenamt auch mal zum Fluch werden. Ehrenamtliches Engagement im Vergabebeirat, wo ich für den Bezirk oder für Europa Geldscheibchen abschneide, das hat nicht jeder gelernt. Das kann nicht jeder gleich gut. Aber das hat bedeutet, dass die, die am lautesten schreien, am meisten bewirkt haben. Wo Geld fließt, da gibt es natürlich auch, wenn jemand nicht berücksichtigt wird, dann gewisse Verärgerung darüber. In den Vergabebeiratssitzungen wurde immer hart diskutiert. Also die haben das denn schon zerrissen alles. Und da ist ja auch viel Unruhe in Kiez gekommen mit diesem Verfahren. Und da müsste man sich vielleicht für andere Quartiere überlegen, ob das so schlau ist, jetzt so die Bürger mit dem ganzen Geld alleine zu lassen. Der Streit blieb nicht aus. Dennoch war man sich einig, einen Teil des Geldes in eine Stiftung einzubringen, um wenigstens eine zukünftige Minimalfinanzierung für den Kiez zu sichern. Also da sind auch richtig dann solchen Ideen, die dann entstanden sind, auch Steine in den Weg gelegt worden, einfach durch irgendwelche Verwaltungsvorschriften, wo man dann gesagt hat, ah, das ist doch eigentlich unsinnig. Dann war die Anfrage halt auch bei Stern als Quartiersmanager hier, ob solche Mittel, die Fördermittel, die ja hier im mehrfachen Millionenbereich ausgegeben worden sind, vielleicht auch sowas zulassen, und das wurde aber verneint. Also das geht mit diesen Geldern nicht, weil die müssen verausgabt werden. Die dürfen halt nicht irgendwo als Stiftungskapital hier reingegeben werden. Also gab man es aus. In 8 Vergaberunden wurden über 90 Projekte gefördert. Priorität hatte die vorläufige Sicherung von Kieztreff, Falkblatt, Internetportal und Kiezfest, aber auch Sozialberatung, psychologische Betreuung in der Schule, Seniorenausflüge und Rap gegen Rechts gehörten dazu. Der größte Teil der bewilligten Projekte hatte einen künstlerisch-kulturellen Hintergrund. Bei über 15 Anträgen standen Kinder im Mittelpunkt. 2-mal gelang es, die Frist für die Ausgabe der Gelder zu verlängern, aber im Mai 2007 tagte der Vergabebeirat zum letzten Mal. Vier Wochen vor den Wahlen zum Senat pflanzten auf Einladung des Bürgervereines Kandidaten der großen Parteien im Kiez pressetauglich Bäume auf dem noch fertigzustellenden Teil des Mauerparks. Auslöser der Aktion war ein öffentlich gewordenes Angebot der Immobilienverwertungsfirma der Deutschen Bahn Vivico an den Senat. Wohl wissend, dass bis 2010 der Mauerpark auf 10 Hektar fertiggestellt sein muss, um die Fördermittel der Allianz Umweltstiftung nicht zu verlieren,
hatte sie dem bankrotten Senat angeboten, die dazu noch fehlenden 2 Hektar zu schenken. Im Gegenzug wollte man die restlichen 4 als Bauland unter den Hammer bringen dürfen. Trotz mündlichen und schriftlichen Protestes schien der Senat dem Deal nicht abgeneigt und der Bürgerverein initiierte mit Geldern aus dem Vergabebeirat diese zunächst provisorische Landnahme. Im November folgte die tatsächliche. 2 Wochen lang rückte man dem alten Gleisbett des ehemaligen Güterbahnhofes am Gleimtunnel mit Hacke und Schaufel zu Leibe. Und da heute die Viveco es offensichtlich mitbekommen hat und unsere mühevoll ausgegrabenen Pflanzlöcher wieder zugekippt hat, stehen wir hier jetzt im Zwielicht, weil wir in einer Nacht- und Nebelaktion jetzt die ersten Bäume in die Erde bringen werden. Zwölf der geplanten 20 Bäume kamen in dieser Nacht zu ihrem Platz auf besetztem Gebiet. Die restlichen 8 harrten der Prominenz, die für den nächsten Tag zugesagt hatte. Eine Eiche pflanzen wollen oder eine Wildkatze. Damit ist klar, was ergibt. Kommen Sie doch mal zu. Geht's? Ganz in der Linie ist dabei. Gegen alle Planierraupen, gegen alle verwaltungstechnische Unvernunft wird hier der Mauerpark gebaut werden. Ja. Ich will nur den Einsatz sagen, dass ich es immer gut finde, wenn Bürgerinnen und Bürger dort, wo sie wohnen und leben, selbst Initiative ergreifen. Vielen Dank. Und, das finde ich einfach okay. Und wenn es zu viele sind, dann müssen wir irgendwie auch recht haben. Mit der Landnahme gelang es, über den Bürgerverein hinaus Anwohner zu interessieren und zu aktivieren. Ich glaube, es ist ziemlich wichtig, dass es in Strukturen wie diese Kiezgröße hier, dass es da fern der klassischen Parteien, parteiübergreifend, einen Pool an Möglichkeiten gibt, sich Gehör zu verschaffen. Der Bürgerverein ist in den letzten 4 Jahren deutlich politischer geworden und auch ein bisschen bissiger und aggressiver geworden als vorher. Aus dem seit 1999 bestehenden Freundeskreis Mauerpark gründete sich im Juli 2005 der Verein der Freunde des Mauerparks. Er zählt Anwohner aus Prenzlauer Berg und Wedding zu seinen Mitgliedern. Im Unterschied zum Bürgerverein geht man hier ruhiger und gelassener mit den Problemen des Parks um. Also Freunde des Mauerparks haben ein eigenes Motto, was ich sehr, sehr sympathisch finde. Wir machen das alles ehrenamtlich, das heißt, wir müssen uns darauf beschränken, das zu tun, was wir möchten und in den Schritten oder in der Geschwindigkeit, wie wir können. Also wir versuchen uns nicht zu überfordern mit Zielen, die nicht erreichbar sind. Wir machen viel im Park, ehrenamtliche Pflege des Parks, das Grünflächenamt kommt nicht hinterher. Bernd schneidet da die Hecken oder füllt die Löcher auf der Fläche. Wir versuchen den Parknutzern, und der Park ist ziemlich übernutzt, einen freundlicheren Umgang mit der Natur zu zeigen. Eines der wichtigsten Ziele ist aber die Fertigstellung. Wobei es da unterschiedliche Ansichten hier im Viertel gibt. Freunde des Mauerparks haben andere Ansichten als der Bürgerverein. Uns geht es um die bedarfsgerechte Fertigstellung. Es gibt verschiedene Nutzergruppen, es gibt verschiedene Bedürfnisse. Es gibt einen Teil für Senioren, die sich vielleicht nicht mit den Punks ins gleiche Amphitheater setzen wollen. Es gibt einen Teil für die Punks, die sind auch Teil des Parks. Es gibt Spielflächen, es gibt Ruheflächen, es gibt mehr Platz für Natur. Freunde des Mauerparks versuchen, im Dialog Ziele zu erreichen und nicht in der Konfrontation oder in Polarisation. Wir haben begonnen, den Park fertig zu bauen. Das klingt nach Streit. Und tatsächlich sind in den letzten 2 Jahren mehr oder weniger harte Fronten entstanden. Da geht es um persönlichen Umgang miteinander und verschiedene Blickwinkel auf zu lösende Probleme. Die noch immer nicht geklärte Handhabung des Kiezpools etwa, aus dem sich in Zukunft jeder Bürger kostenlos ausleihen kann, was darin vorhanden ist.
oder die zu einseitig interessengesteuerte Bearbeitung der Website des Viertels. Oder auch nur darum, dass zwei nicht gern an einem Tisch sitzen. Zentraler Punkt der Diskussionen aber ist und bleibt der Kieztreff. Der Bürgerverein hat hart verhandelt, um die Räumlichkeiten im Hortflügel der Schule zu bekommen und fungiert nun, wenn auch nicht unumstritten, als Träger des Ganzen. Da trifft man sich nicht gerne. Der Umbau ist längst überfällig. Man sitzt da in Amtsstubenatmosphäre. Es ist schwierig, da ein Kiezfrühstück oder eine nette Runde zu machen. Also diese Geschichte mit dem Kieztreff, die hätte es schon viel eher geben müssen. Also gleich zu Anfang. Da hätte man dann auch das Geld möglichst sinnvoll einsetzen können. Und da hätten sicherlich auch viele an einem Strang gezogen. Daran, so scheint es, hatte der Verwaltungsdienstleister Stern kein Interesse. Und erstaunlicherweise ist er auch von Bezirk und Senat nicht dazu angehalten worden. Aber immerhin, nach einigem Hin und Her sind alle Genehmigungen eingeholt, das Geld ist überwiesen und die Umbauarbeiten kommen langsam in Gang. Dann begrüße ich euch erstmal recht herzlich. Ich freue mich, dass so viele da sind. Parallel dazu versucht eine Handvoll Leute, die verschiedenen Lager im Viertel an einen Tisch zu bringen. Es bleiben die Schwierigkeiten, den in 7 Jahren geschaffenen Zustand wenigstens zu verstetigen. Rein rechtlich trägt der Bürgerverein dabei die Verantwortung fast allein. Ein breiteres Fundament von Bürgern muss her. Einig ist man sich vorerst nur in einem Punkt. Bislang sind wir in den Zielen fast ausschließlich immer einig. Über die Wege sind wir uns nicht einig. Es gibt Konflikte, die sich nicht von der Hand weisen lassen. Die Zielstellungen langfristig sind alle die gleichen. Der Kiez ist einfach viel zu klein und zu überschaubar, als dass man sich auf längere Zeit aus dem Weg gehen könnte. Und er ist wohl doch zu groß, um immer nur einer Meinung zu sein. I'm dying without you.
Rückblickend scheint das Programm Soziale Stadt und seine Umsetzung im Gleimviertel eine Art Experiment gewesen zu sein, das nur zur Hälfte gelungen ist und mit dessen Fehlern die Bürger nun allein zurechtkommen müssen. Das Kiezfest wird es 2007 noch einmal in alter Form geben. Was danach kommt, weiß mit letzter Sicherheit niemand. Und darauf können die Initiativen jetzt aufbauen und weitermachen. Also mit dem, was sie vorher auch schon gemacht haben. Sich für ihren Kiez engagieren. Die Arbeit selbst wird ehrenamtlich geleistet. Die ist bisher ehrenamtlich geleistet worden und wird weiter ehrenamtlich geleistet. Aber ich brauche halt so einen Grundstock an Finanzierungssachen. Wenn man halt diese ganzen Bausteine nimmt und weiter trägt, so wie sie jetzt bisher immer umgesetzt worden sind, sind es ungefähr 1.000 Euro, die monatlich aufgebracht werden müssen. Aber jeder, der die Haushaltslage in Berlin kennt, also weiß, dass von Bezirksebene nichts zu erwarten ist. Jetzt ist kein Geld mehr da und jetzt ist wohl wahrscheinlich auch zappenduster. Also da wird wohl, ich denke, wird nicht viel passieren. Es wird sich wieder in gewisser Weise ein bisschen in diese Richtung entwickeln, dass man sagt, das hängt wirklich von einzelnen Personen ab, die sagen, ich mache das aus einer Eigeninitiative. Das werden sehr viel weniger sein als die, die irgendwie das Geld für ihre Projekte genutzt haben. Ich komme vom Land, da sehe ich, was man alles mit ehrenamtlicher Arbeit machen kann. Das stärkt halt eben im klassischen Sinne den Dorfcharakter hier. Ich bin grundsätzlich überzeugt davon, dass die Menschen in ihren Stadtvierteln die Dinge, die hier stattfinden, sich zum Thema machen sollten und darüber diskutieren sollten und sich auch einmischen sollten, weil auf diese Weise sichergestellt wird, dass sie auch daran beteiligt sind. Was mir nicht gefällt, ist, dass wir durchs Quartiersmanagement und diesen Umbruch jetzt Chancen haben und auch in der Arbeit bislang Dinge uns erkämpft haben, die die meisten Leute nicht mehr sehen wollen oder sehen können. Das heißt, wir das Potenzial, was hier in diesem Viertel steht, nicht wirklich nutzen. Das Einzige, was halt bleibt, sind halt wirklich die baulichen Projekte, die auch wichtig sind, die auch zum Ziel des Programms Soziale Stadt gehören. Der andere Teil sind halt die Bürger. Also die soziale Schiene ging nach hinten los. Stern ist jetzt weg, die Gelder sind ausgelaufen jetzt, dass wir eigentlich da stehen, wo wir auch vor Stern gestanden haben.